Er ist schon ein echter Feger, selbst wenn das Etikett am Heck etwas antäuscht. Unter der schicken Motorhaube des BMW 428i arbeitet ein Vierzylinder-Turbomotor mit 245 PS, die er sich aus gerade mal 2 Litern Hubraum generiert. Wenn man es sportlich angehen lässt, schafft das Vierer-Coupé den Sport von 0 auf 100 in 5,8 Sekunden. Nur bei der Höchstgeschwindigkeit schiebt er bei 250 km pro Stunde einen Riegel vor. Aber reicht ja meistens. Genauso wichtig wie die Sportlichkeit ist für viele BMW-Fans die Optik, gerade beim neuen Coupé. Da es erst seit Anfang Oktober zu haben ist, zieht es immer noch die Blicke an und auf sich, wenn es irgendwo auftaucht. Form und Optik strahlen vor allem bei unserem 428i mit M-Paket jede Menge Kraft und Athletik aus. Die Niere ist nun noch etwas mehr nach vorne geneigt. Motorhaube und Seitenlinie haben eine neue Kontur bekommen. Doch genug geguckt, kommen wir zum Fahrgefühl. Den größten Spaß mit ihm haben ambitionierte Fahrer auf der Landstraße, am liebsten mit vielen Kurven. Das ist die eindeutige Stärke des Vierers, vor allem wenn er im Sport- oder Sport-Plus-Modus bewegt wird. Für viele ist es ja inzwischen nichts Neues mehr, für alle anderen aber die Info, dass in jedem neuen BMW von Haus aus der elektronische Wechsel der Fahrmodi von Eco Pro bis hin zu Sport Plus per einfachem Knopfdruck möglich ist. Je nach Einstellung sind Motor und Fahrwerk extrem sportlich oder eben extrem komfortabel ausgelegt. Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat der neue Vierer einen längeren Radstand und eine breitere Spur. Außerdem hat er zurzeit den tiefsten Schwerpunkt des aktuellen Modellprogramms bei BMW. Klar, dass er einen leicht dazu verführt, doch noch etwas mehr auf das Gaspedal zu drücken. Sein Durst bleibt aber, solange der Vierer nicht ständig mit Bleifuß bewegt wird, dennoch im Rahmen. Fällt uns etwas schwer, vor allem weil unser Testwagen mit dem von der BMW M GmbH entwickelten Sportfahrwerk bestückt ist. Das hat eine straffere Fahrwerksauslegung, angepasste Dämpfer, kürzere Federn sowie Stabilisatoren mit höherer Steifigkeit. So fährt er sich sportlich agil, jedoch ohne knüppelhart zu sein. Eher fällt die Leichtigkeit auf, mit der er sich durch die Kurven zirkeln lässt. Hier heißt es etwas aufpassen, denn die erlaubten 100 km/h auf der Landstraße sind da schnell mal überschritten. Doch trotz der straffen Dämpfung überrascht uns sein Komfort, der sehr angenehm ist, wenn es mal längere Strecken zu fahren gibt. Hier hilft natürlich die Möglichkeit, das Auto auf Komfort Plus einzustellen. Im Alltag passt meist der Standard-Komfort-Modus oder eben die Sporteinstellung. Innen setzt sich die Betonung auf Sportlichkeit fort. Doch keine Angst, es sitzt sich auf den M-Sport-Sitzen hervorragend. Sie bieten, gerade wenn es mal etwas dynamischer vorangeht, dank einer elektrischen Lehnenbreitenverstellung zudem sehr guten Seitenhalt. Insgesamt passt hier alles. Lediglich an der exklusiven Sonderlackierung Estorilblau scheiden sich die Geister. Uns gefällt sie, andere finden sie zu auffällig. Doch da gibt es ja schließlich noch genug Alternativen im Farbangebot des Vierers. Wir finden, so ein Athlet darf ruhig etwas auffallen.